Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge. Ja, die Fledermäuse sind immer noch da. Zu einer weiteren Folge Dead Inside, oder? Wie hieß es nochmal? Ich bin mir nicht sicher. Nee, nicht Dead Inside. Wie hieß es nochmal? Cold Side? Cold Side hieß es, glaube ich. Cold Side? Was hier so cold ist, weiß ich nicht. Das Einzige, was cold ist, ist... bin ich, wenn ich das Spiel gespielt habe, durchgespielt habe. Ja, in der letzten Folge waren wir in einer anderen Dimension oder sind immer noch in einer anderen Dimension. In einer Zeitschleife quasi irgendwie fest. Wir bewegen uns hier durch das Labor oder Untergrund. Ich bin mir nicht sicher. Und das sieht aus wie... das sieht aus wie den Keller, wo wir waren. Und wir haben hier herausgefunden, dass die hier auf jeden Fall irgendwas geforscht haben müssen. Und, ja, wir haben schon wieder jetzt eine Nachricht gefunden eines toten Wissenschaftlers. Wir lesen mal, was da steht. Also, ein Hinweis eines Wissenschaftlers. Wir haben es geschafft, der größte Teil der Ausrüstung zu verlagern. Aber wir haben den Kontakt zum Militär und zu mehreren Wissenschaftlern verloren. Davidon entdeckte die Überreste von 13 Menschen in den Katakomben. Es bleibt ein Rätsel, wie sie dorthin gekommen sind. Vielleicht gibt es noch einen Teleport außerhalb des Labors. Ich und Davis setzen die Ermittlungen fort, bis die nächste Gruppe eintrifft. Tja. Die haben also hier geforscht mit Anomalien, anscheinend. The card that I found earlier disappeared. I need a new card. Ach so! Die Karte ist einfach verschwunden. Ja gut, wenn die Karte einfach verschwindet, dann wird es einfach eine neue. Haben wir denn unsere Gasmaske noch? Okay. Ich hätte viel Schiss, dass hier irgendwie so Gas austritt halt. Auf jeden Fall leben hier welche. Wenn hier so Lagerfeuer sind und so ein Kram alles. Hier müssen noch Leute leben, oder? Oh, Hilfe. Hallo. Kann ich deine Axt haben? Wer bist du? Habe ich nicht gerade noch gesagt, hier lebt jemand? Hm. Bist du von der Soldat? Bist du von der anderen Gruppe? Don't trust Morgan. He's a traitor. Okay, vertraue nicht Morgan. Er ist ein Verräter. No. Nein, bin ich nicht. Ich will endlich hier rauskommen. Was? Wie bist du hierher gelangt? Warte, ich übersetze mir das mal eben schnell. Wie bist du hierher gelangt? Ach, so ein Mist. Was für ein Chaos. Die nächste Gruppe wird bald eintreffen und sie wird uns hier rausholen, ne? Oder glaube ich? Und wird das alles klären. No, gib mir einfach die SS-Karte und ich werde hier verschwinden. Bist du dämlich? Ich sage, wir warten hier, sitzen hier rum und warten einfach darauf. Auf die andere Gruppe. Wir können ihn jetzt töten und die Karte nehmen, oder... He seriously is just... Was steht da? Er ist sicher... Was steht da? Er ist schwer verletzt. Ich kann ihn versuchen, die Karte unbemerkt zu stehlen. Achso. Ich nehme hier. Ich habe eine Karte. Wir hätten ihn auch umbringen können, aber... natürlich machen wir es nicht. Wahrscheinlich mit der Axt gemacht. Wir haben die Karte gestohlen. Ich bin gleich wieder zurück, ne? Night Vision Googles. Was? Was für Night Vision Googles? Was? Wir haben Nachtsicht. Auf welcher Taste liegt das? Ich will das nicht mehr. Also, ist das Militär hier drin gewesen, hat versucht, das alles zu retten und schafft es auch nicht.
wo ist unsere Taschenlampe hin? Und ist das wieder so eine geheimnisvolle Tür, die wieder zugeht? Anscheinend nicht. Oh, hallo? Junger Mann! Okay, eine weitere Nachricht. Ja, warte mal. Muss ich nochmal neu machen. So, zack, zack. So, eine Nachricht eines Wissenschaftlers. Die Anomalie-Aktivität läuft durch das Dach. Gralt bekam Halluzinationen. Gerald bekam Halluzinationen. Es scheint, dass das Portal nicht für die Teleportation nutzen kann. Ich schicke ihn zur Inspektion ins Labor. Okay. Können wir da einfach durchgehen? Oh nein, wie furchtbar! Ich will das nicht. Oh nein. Jetzt so ein bisschen Outlast-Vibes hier. Alter, ich will das nicht mehr spielen. Oh Gott. Nein, lass mich. Ich bin doch so klein. Ich möchte das nicht mehr spielen. Hallo? Hallo? Ist da jemand? Anscheinend nicht. Anscheinend sind wir alleine. Das finde ich gut. Das finde ich super. Das ist großartig. Was sind das für Katakomben? Oh Gott. Ich renne übrigens nicht, das ist die normale Laufgeschwindigkeit. Ne, was ist das denn hier? Was soll es das? Sieht aus wie so ein, ja nicht Altar, aber so. Es leuchtet im Dunkeln. Wie gruselig. So eine, wie so eine Opferschale oder so. Ja. Gut. Ja gut, hier kommen wir eh nicht lang. Dann gehen wir mal da weiter. Es ist sehr linear, das Spiel, muss man sagen, ne? Also. Alter. Aber sind die alle gefangen in diesem Portal dann? Kommen die dann hier nicht raus? Hä? War der Gang vorher schon da? Und von wo kamen wir denn jetzt? Warte mal. Ich habe eine Orientierung wie eine Weißbrotscheibe. Waren wir hier schon? Was? Oh, ich dachte. Ich dachte, da guckt jemand so über. So über den Stein, so, weißt du so? Alter. Was habe ich denn da aufgenommen? Was ist denn das? Oh, das müssen wir bestimmt in die Schale legen, oder? Lass mich raten, wir werden jetzt nicht alleine bleiben. Oh. Alter, ich mach gleich aus! Oh nein, ich will das nicht mehr weiter! Oh, wie peinlich! Ich will das in der Webcam gar nicht sehen! Oh Gott, wie peinlich! Oh Gott! Oh, ich habe ein wenig Gänsehaut. Oh, damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Alter, ich will das nicht mehr spielen.
Oh, warum spiele ich das alleine? Bin ich blöd? Oh, das hat mich jetzt... Oh Gott, wie peinlich. Ich bin Herzinfarkt gefährdet, glaube ich. Alter, lass das. Hör auf da. Puh. Ja. Oh. Hallo. Ich bin doch so klein, lass mich. Dieser Spalt sieht irgendwie komisch aus, als wäre der so abgeschnitten, so irgendwie von so einer Schachfigur oder so. Ja, ich mach lustige Sprüche. Da ist noch eine Kugel. Und zwei von diesen Schalen. Lass mich raten, wir müssen hier eine reinlegen. Okay. Oh Gott, ist das furchtbar. Vor allem ist es auch noch so still. Es ist so mega ruhig. Und die Schritte von dem, die sind manchmal so weird. Ich habe echt so, weil er so nachläuft manchmal mit den Schritten. Ich habe so das Gefühl, hinter mir ist jemand. Okay, hier kommen wir nicht rein. Was? Alter! Eine Stimme, die rückwärts spricht, die traf mich ein wenig, muss ich sagen. Lass mich nicht hier. Ich habe Angst. Die Wachwachten sind hier, um auf uns zu gehen. Hat die gerade Deutsch gesprochen? Die Stimme? Alter, was ist das für ein Spiel? Ich will das nicht mehr weiterspielen. Warum spricht die Deutsch? Das ist nur auf Englisch einstellbar, das Spiel. Oh, so eine Stimme bereitet einem, ja, sehr erfreuliches Herzrasen. Vor allem, wenn man das alleine spielt. Da oben ist die Kugel. Der wollte sie auch haben anscheinend. You can grab objects while jumping. Press E. Hab ich. Was? Alter, ich muss hier weg. 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 Ich muss definitiv hier weg. Das geht gar nicht. Ich muss mir das, glaube ich, in der Aufnahme nochmal anhören, ob die Deutsch gesprochen hat. Ist ja furchtbar. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich glaube, das ist auch besser für dich. Sie hat gesagt, sie wird mir nichts antun. Puh, da bin ich aber beruhigt. Oma, bist du's? Aber sind wir jetzt in ihrer Welt, oder? Oma, Oma. Oh nein, wir müssen immer noch die Nachtsicht anlassen. Ich will das nicht. Sie hat uns versprochen, dass sie uns nichts antut. Also, ich hoffe, sie hält ihr Wort. Ciao, bin raus. Ich, ja.
Alter, wie creepy. Alter, die Augen. Das war eine Mutprobe für mich selber. Was? Lass das. Das Horrorspiel ist auf jeden Fall schon mal besser wie dieses Expedition Zero. Das war ja eher so ein Survival-Horror-Game. Empfangt mich in meine Arme. Ja, mein Meister, ja. Alter, Alter, wie peinlich. Oh Gott. Alter. Alter, ich... Ich spiel das nicht wieder alleine. Alter, ich kann das nicht weiterspielen. Ich spiel Pony auf dem Reiterhof. Alter, wie creepy war das denn bitte? Oh Gott, das ist so harmlos angefangen, das Spiel. Oh Gott. Ich will das nicht mehr spielen. Alter, hör auf, du. Kuss. High five. Alter, oh Gott. Ich will das nicht mehr spielen. Alter, wie creepy. Da hab ich ganz... Gollum, bist du's? Da hab ich ganz schlimme Erinnerungen. Das erinnerte... Das erinnert mich gerade so ein bisschen an so einen Film, der hieß Grave Encounters oder glaube ich hieß der. Oh Gott, da gab es auch so ein Gesicht. Oh, das war so furchtbar. Boah, Grave Encounters, auch großartige Filme. Die könnte ich mal wieder gucken. Oh nein, lass mich, geh weg. Nein, ich gebe dir keine Hand, hau ab. Stinkster Maggi. Huha! Ich mein, hey! Gas! Gas, Gas! Schluck Gas! Oh, ich bin. Oh, lass mich, du Maus, Alter! Alter, dieses Spiel! Ich hätte nicht gedacht, dass es so furchtbar wird! Oh nein, die Mülltonne! Please keep Blitz close. Ja, ja. Oh, kann die Folge nicht zu Ende sein. Alter. Lass das. Warum spiele ich sowas immer? Warum kann ich nicht irgendwie was anderes spielen? Kann ich nicht irgendwie Farming Simulator spielen oder so? Oh. Ja, das bin ich heute nach der Aufnahme, definitiv. So sehe ich danach aus. Wenn ich mit dem Spiel fertig bin. Oh. Oh, wie peinlich. Ich will das alles gar nicht sehen. Das erinnert mich auch unheimlich. Unheimlich an Daylight, das Game hier. Und an Outlast. Hi. How are you? I'm very fine. Yes, yes. Ich gehe dann mal. Tschüss. Boah, ich bin nur so bekloppt. Geh doch zur Tür. Das erinnert mich so an Daylight mit den Fluren. Mit diesen unendlichen Fluren und Gängen. Und man weiß nicht, wo es lang geht. Hier scheint es weiterzugehen. Ich gehe nochmal zurück. Ich will also untersucht haben, weil da scheint es ja auch weiterzugehen. Das mag ich jetzt schon wieder. Dass du jetzt halt so mehrere Möglichkeiten hast. Du hast da mal einen Raum, den du mal untersuchen kannst. Und dort mal einen Raum. Klar, es geht immer straight geradeaus. Aber, du hast trotzdem die Möglichkeit, irgendwie so Abzweigungen zu nehmen, weißt du?
Also nicht Abzweigung, aber halt trotzdem so untersuchen. Damn, there's no passage here. Okay. Verdammt, ich komme da nicht rein. Aber er hat doch eine Maske auf, oder? Ach nee, ist nur Nachtsicht. Ich würde sagen, diesen gemütlichen Flur machen wir aber nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.